Herzlichen Dank, Herr Döbler, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Elektromobilität ist das Thema, was Sie alle besonders interessiert, und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Der Umstieg auf Elektromobilität, das ist völlig klar, ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, und die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der wichtigsten Aufgaben, eines der wichtigsten Menschheitsprojekte, kann man sagen, der kommenden Jahrzehnte. Wer hätte vor zum Beispiel 15 Jahren gedacht, dass wir heute fast oder gut ein Viertel unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es sogar 27%. Im Schnitt des vergangenen Jahres waren es knapp 25%. Für mich ist also klar, der Klimawandel lässt sich übrigens nicht mit einer Kultur des Verzichts erreichen. Das ist auch nicht nötig hier in Mitteleuropa, schon ganz gewiss nicht. Sondern wir müssen Technologien entwickeln, die unseren Wohlstand sichern und gleichzeitig ökologisch verträglich sind. Lassen Sie mich jetzt einen kleinen Schritt gehen zu den übrigen Verantwortlichkeiten, die mir als Umweltministerin zugewachsen sind, indem ich auch zugleich Bauministerin bin. So, also ich sage das auch gerne so, ich bin nicht Verkehrsministerin, da hatten Sie ja gestern den Herrn Bomber, aber ich bin Umwelt- und Bauministerin, etwas verkürzt. Ich bin auch noch für Reaktorsicherheit zuständig und alle solche schönen Aufgaben, die man nicht unbedingt gerne am Sonntagmorgen erledigt, aber gut, ne? Irgendjemand muss es ja machen. So. Prozent der Fahrten haben eine Distanz von bis zu 40 Kilometern. Das ist mit Elektroautos natürlich selbstverständlich gut zu bewältigen. Mit auch allen denen, die am Markt sind, gar kein Problem. Es gibt aber doch so etwas wie ein psychologisches Problem. Die Menschen denken darüber nach und sagen, was mache ich denn, wenn mir dann irgendwo im ländlichen Brandenburg der Saft ausgeht, wenn ich in Berlin gestartet bin. Also braucht man schon noch eine Ladeinfrastruktur, die den Menschen diese Sicherheit gibt. Und eine Förderung dafür ist im Rahmen des Umweltprogramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau bereits in Vorbereitung. Also das Programm soll dann nicht nur für das Fahrzeug, sondern auch für die Ladeinfrastruktur offen sein. Meine Einschätzung ist, das kleinere Zweitauto, das für die kurzen Strecken innerstädtisch oder auf den kurzen Wegen gebraucht wird, das wird dasjenige sein, was sich am ehesten durchsetzen wird in der Bundesrepublik Deutschland als E-Auto. Und deswegen glaube ich, dass in diese Richtung am besten auch die Modellpolitik jedenfalls vorerst gehen sollte. Wenn wir im Herbst dieses Jahres dieses Klimaschutzaktionsprogramm 2020 im Bundeskabinett verabschieden, das ist für Ende Oktober, Anfang November vorgesehen, und wir würden feststellen, dass wir wirklich nicht vorankommen mit Maßnahmen, ohne zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen, und auch der Bundesfinanzminister würde sich dieser Einsicht beugen, zweimal Konjunktiv, dann könnte es, dritter Konjunktiv, so sein, dass wir zusätzliche Finanzmittel haben und dann auch einsetzen, ja. Aber es ist eben noch konjunktivisch. Sie haben Sie alle überzeugt. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja, schönes Wochenende, danke.